Moin Leute und willkommen zur nächsten Runde von Minecraft Flash. Wieder zusammen mit Prinzesschen! Woohoo! Ja, wir springen jetzt hier eine Runde und ich bin gerade zu doof, den Anfang hinzukriegen. Du springst eine Runde. Ich werde nur verkacken. Nein, Prinzessin, du darfst ja nicht schlechter machen, als du bist. Ich meine, in Brawl, Bravo konntest du auch gut springen. Ich habe dich jetzt gerade nicht sterben sehen. Nein, überhaupt nicht. Du hast auch keine Aufnahmebeweise oder sowas. Nein. Nein, ist ja nicht so, dass man genau gesehen hat, wie du da abgestürzt bist. Es sah sehr köstlich aus. Jetzt weiß ich übrigens auch wieder, welche Map das hier ist. Brüche sind auch köstlich. Das stimmt, das ist das Köstlichste überhaupt. Ich glaube, ich gehe mir gleich zum Frühstück ein paar Brötchen holen. Ja, ich esse meine Abonnenten. Das erklärt, warum meine Abonnentenzahl nicht steigt, ne? Ja, genau. Ich esse sie immer. Gott. Hilfe. Meine Hand ist aber auch einfach zu klein. Deine Hand ist zu klein? Ja. Für was? Für die Tastatur? Ja! Sag mal, auf welcher Taste hast du Sprinten? Doppel-W. Wie bitte? Einfach Doppel-W. Dein Ernst? Du hast Sprinten auf Doppel-W? Auf den alten Minecraft-Einstellungen? Ja. Das erklärt so manches. Ja. Warum du wahrscheinlich nicht ganz so gut bist in Jump'n'Runs. Ja, yeah. Kann schon sein. Ja, weil manche haben das halt auch verschiedene Tasten. Manche zum Beispiel auf Shift oder so. Ich hab's einfach auf meinem Mausrad. Also wenn ich mein Mausrad nach unten drücke, dann sprinte ich. Ja. Das muss man sich dann auch erstmal angewöhnen. Ja, ich hab's mir von Anfang an so angewöhnt. Ja, dann. Warum bist du da jetzt nicht hochgegangen, Shiro? Ach so, weil das eine Ranke ist. Man muss da wahrscheinlich so... Ne? Ja, natürlich. Aber warum ranken? Man kann auch einfach hier hochklettern. Ach, der andere ist übrigens gelieft. Yay! Also irgendwie haben wir heute nur Battle gegen uns. Ihr müsst wissen, diese Aufnahme entsteht gerade nach der Bravo-Aufnahme am gleichen Tag, zur fast gleichen Zeit. Ja, kann man schon sagen. Ja. Weil wenn ich schon mal Prinzessin hier habe, dann kann ich auch noch eine zweite Aufnahme hinten dranhängen. Dachte ich mir. Ja. Und ich meine, dann tun wir natürlich das, was sie am liebsten tut, Jump'n'Run. Nicht? Mhm. Das ist mein absolutes Lieblings-Minecraft. Das sieht man ja auch daran, wie oft sie zusammen Jump World spielt und wie gut sie dann da ist, immer ist. Wie sie uns hier und abzieht. Und die Sprünge auf meiner Map sind. Ja, apropos Map. Ich bin mit der Hälfte fertig. Oh ja, da kann ich mich auch was freuen. Aber ich habe mir sehr viel getan. Und dieser eine Bereich da, der hat so lange gedauert. Ist immer noch nicht ganz fertig. Ach, lass dir deine Zeit, Prinzesschen. Ich freue mich ja, wenn da irgendwann mal was kommen sollte. Hat eventuell was mit Fluffy zu tun. Oh, mit meinem Häschen. Ja, Spoiler. Und das ist übrigens Teil 2. Teil 2. Ja. Oh, das klingt so awesome. Ich kann es kaum erwarten. Also, und Prinzessin. Ich mich nach den Aufnahmen nochmal. Oh. Also, Prinzessin, wenn du Zeit hast, mit mir zu spielen, ne? Dann hast du auch Zeit zu bauen. Nein. Eigentlich habe ich immer Zeit. Wow, habt ihr es gehört, Leute? Irgendwie nicht so ein Musikküst. Ich kenne das selber. Ich habe zum Beispiel manchmal mich richtig Bock, eine Map zu bauen. Und fehlt mir dann immer das Thema, weil ich brauche irgendwie mal ein Thema dafür. Juri hat in 30 Minuten auch eine Map für dich gebaut. Allerdings sollen wir die erst beide an demselben Tag halten. Ach, Alter. Das ist 1000 Stück. So hin, dann hier hin, dann hier hin, dann hier hin. Dann verkack ich. Ja, ja. Nicht sterben jetzt, Shiro. Das sind jetzt so leichte Sprünge, die darfst du nicht. Oh mein Gott, wenn ich geschiftet wäre. Oh Mann, so und jetzt hier. Ja, Neverland! Ist fast zu Ende. Als ob ich jetzt in diese eine Lücke. Also
ich habe irgendwie das Gefühl, dass Prinzessin ein bisschen überfordert ist beim ersten, beim zweiten Checkpoint. Den ersten hat sie ja gekriegt. Ich glaube, die Frage, ob ich auf dich warten soll, erübrigt sich, ne? Ja. Ich meine ja nur so. Hä? Warum ist... Ach, hier ist sogar ein Blatt! Ach, wie einfach! So eine Absturzhilfe. Wie lame. Und ich werde wahrscheinlich heute Abend ins Haus nutzen. Oh ja. Werde ich an den Map auch noch verkehren. Oh ja, da freue ich mich. Ein neuer Rekord, Leute! Woo, 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 woo. Aber es heißt auch, Leute, ich muss leider eine zweite Map hinten ranhängen, weil das war einfach zu kurz. So, Leute, die zweite Map ist meine absolute Lieblingsmap, und zwar Labtris. Wer gestern, gestern sei ich schon, ja, für mich gestern, aber wer die Tage mal meinen Minecraft-Stream geguckt hatte, weiß, dass das meine absolute Lieblingsmap ist. Ich komme hier ja nicht mehr durchs Loch. Sneaken dabei. Hallo? Danke. Ich wollte schon sagen, warum ist der Checkpoint nicht aktiviert worden. So, Leute. Weil in dieser tollen Map gibt es eine Stelle, die so gut funktioniert, dass man sich fragt, warum nicht jede Map daraus besteht. Ich sag euch Bescheid, wenn wir an dieser tollen Stelle angekommen sind. Und oh mein Gott, Prinzessin hat zu mir Eier aufgeholt. Ja. Krass, ne? Ich bin halt eine absolute Killermaschine. Oh ja. Du bist echt gut in Jump'n'Runs. Mhm. Vor allem die mit Speed. Ja, definitiv. Also hier ist schon mal eine doofe Stelle, wo ich gestern auch ein bisschen hang, weil man hier auf einzelne Blöcke drauf springen muss. Oh Gott. Falsche Richtung. Dahin müssen wir natürlich. Aber Leute, das schaffen wir. Diesmal bin ich zuversichtlich, dass wir diese Map eventuell hinkriegen. Fällt mir gerade auf, dass man hier echt nur eine Viertelstunde Zeit hat für die Map. Was? Ja. Das soll man schaffen. Mit diesen bescheidenen Sprüngen. Kein Wunder, dass die Zeit mir gestern ausgegangen ist. Okay. Jetzt schon. Ist das wieder so ein Part. Ist eine halbe Stunde da dran? Wie bitte? Ich dachte gestern schon, aber... Nee, es war anscheinend nur eine Viertelstunde. Oh nein, jetzt stell mir Fallschaden. Ach, da spawnt man immer so toll lange. Oh, wow. Gott. So, hier runter. Hier runter. Noch sind wir nicht bei der schlimmen Stelle. Noch geht das alles. Oh mein Gott. Ich bin nicht mehr bei deiner Stelle. Wie bitte? Ich bin nicht mehr bei deiner Stelle. Du erschaffst dir einfach eine eigene Rage-Stelle. Wie wäre das? Ja. Gott. Ich glaube, normalerweise sollte man das jetzt Dropper spielen, aber nö. Und jetzt sind wir bei meinem absoluten Lieblings-Checkpoint angelangt. Ja, bitte. Komm. Nein. Ich werde heute nicht ragen. Nein, werde ich nicht. Eventuell gibt es davon ein, zwei Clips auf Twitch, wenn ich so ein bisschen ausgerastet bin. Aber es ist natürlich alles nur gespielt, Leute. Das war natürlich nicht echt. Natürlich nicht. Also was denken die? Jetzt, ob ich ausrasten würde wegen einem Spiel, also. Also so viel würde muss man jetzt auch schon haben. Ich doch nicht. So, dann hier hin. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsstelle, und zwar mit dieser Druckplatte. Denn manchmal kriegt man diesen Jump-Boost, den ich jetzt Gott sei Dank bekommen habe, und manchmal nicht. Ach, da bist du auch. Das ist so richtig toll. So, dieser Sprung ist auch noch kacke. Oh Gott. Okay. Habe ich gestern festgestellt, hier kann man einfach gesneakt eigentlich bleiben, und jetzt hat es nicht funktioniert. Warum? Ja, bitte. So. Ja, ich habe jetzt einen Checkpoint. Wow! Ich hab einfach... Alter Prinzessin, jetzt übertreib mal nicht. Alter, wie ich da abgerutscht bin. Jetzt echt? Ernsthaft? Also Leute, ihr merkt, diese Map tut einem sehr gut. Ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ne? Das ist deine absolute Lieblingsmap. Von uns beiden natürlich auch. Ne? Natürlich. Wie tolle Laune man wieder durch sowas bekommt. Ja. Alter, wieso hat jetzt das Sneak? Die Motivation auch. Oh Gott, okay, den Sprung habe ich erstmal hingekriegt. Ein Wunder ist geschehen. Wohin muss ich? Hier um die Ecke. Willst du jetzt eigentlich um diesen schönen, bescheidenen Sprung weggekommen?
Ja, ich bin aber leider noch nicht bei einem Checkpoint. Das ist mein... Nein! Wenn man vom Teufel spricht. Und ich wette mit euch, Leute, da vorne war ein Checkpoint. Alter, wie assi. Man darf sich echt nicht irgendwie entspannen und sich denken, ach, das schaffe ich jetzt locker. Das ist halt wirklich ein Wettlauf mit der Zeit, diese blöde Map. Ja. Und ich muss vielleicht auch meine Maschinen füttern. Was musst du noch füttern? Meine Meerschweinchen. Aber ich stream doch gar nicht. Ja, das ist doch richtig füttern. Also ich glaube, ich habe so die Vermutung, dass ich die Map nicht mehr schaffe. Ach wirklich, sind hier nur noch 42. Also ich würde gerne noch einmal zu diesem blöden Sprung hinkommen. Um zu gucken, ob das wirklich das Rätsels Lösung ist. Okay, zu früh losgelassen. Egal. Egal. Es ist ja nur ein Spiel. Ne? Was? Was? Okay. Hä? Anscheinend haben wir noch 100 Minuten Zeit. Wieso? Hat man für die Map einfach 115 Minuten? Und man sieht einfach die erste Zahl da vorne nicht? Anscheinend schon. Leute, ist das normal bei Flash? Also ich hab schon öfters bei Maps gehabt, dass die Zeit wirklich abgelaufen ist. Aber ich hatte das noch nicht, dass sie dann wieder gestartet ist von 99 Minuten. Was zum Henker? Weiß auch nicht. Ich weiß gerade nicht, ob das wirklich so sicher ist. Stell dir mal vor, du wartest auf eine Lobby und siehst dann eine Lobby laufen, die noch 115 Minuten braucht. Das wäre schon Alpha. Leute, ich glaube, ich habe mich gerade in den Tod gestürzt. Toll, jetzt habe ich den einen Sprung geschafft und dann bin ich woanders gelandet. Oh Mann. Aber ich glaube, Leute, ich habe noch die Chance, diese Map zu schaffen. Also, mit so ungefähr 100 Minuten könnte man das eventuell wissen. Ich meine, gestern ist doch auch die Zeit abgelaufen. Und da war ich nur 15 Minuten auf dieser Map. Das ist ein Bug. Ja, wie geil war das denn? Ich hoffe, dass das zählt, wenn ich dann nachher ins Ziel komme. dann ist mein Rekord irgendwie 80 Minuten. Wie geil! Da möchte ich gerne wissen, ob das tatsächlich irgendwie gewollt ist, dass sowas passiert. Oder irgendjemand hatte Mitleid und hat uns hier springen sehen und dachte sich, komm, ich gebe dir nochmal eine Chance. Ja, das könnte auch gut sein. Stell dir vor, du lässt das schaffen wir dann nicht in dieser Zeit. Das heißt, dann lasse ich das uncut. Ja, genau. Also, 150. 15 Minuten und noch mehr. Okay. Ja, ich hab's doch gesagt, Leute, da ist der Checkpoint. Ich bin immer noch nicht. Ich bin zumindest weitergekommen. Ich weiß, Leute, man kommt hier garantiert auch wesentlich schneller durch, wenn man einfach lossprintet. Gott, aber ich will ja nur durchkommen. So, okay. Ah, okay, jetzt habe ich Jump Boost. Kann ich mal ein bisschen riskiger spielen, weil ich ja gerade wieder einen Checkpoint hatte. Und ihr seht ja, was dadurch passiert, wenn ich risky spiele. Ich sterbe nur. So. Ja, mal wieder kurz vorm Checkpoint gestorben. Also das passiert mir ständig. Kann das sein? Du hast doch den 7. Checkpoint erreicht. Was willst du? Ja, vorhin aber. Ich bin ja an dieser Stelle das zweite Mal. Aber wisst ihr was? Also ich finde es ja schön, dass hier ein Checkpoint ist, ne? Aber für eine schwere Map hätte man das hier auch einfach in einem Rutsch durchmachen können. Das ist... Also ich fand den Checkpoint jetzt tatsächlich recht unnötig. Weißt du, was gut ist? Hm? Hier sieht man, wenn ich nicht fail. Stimmt. Ach, schade. Ich habe gerade einen guten Weg herausgefunden, wie wenigstens den ersten ich bin. Nein! Ich meine natürlich schön, das ist gut, Prinzessin. Also, 91 Minuten haben wir noch Zeit. Ja. Ist das das Ziel?
Wenn ja, geh bitte einfach durch. Congratulations steht hier. Ich glaube, das ist das Ziel. Dann geh einfach durch. Neuer Rekord, 23 Minuten für eine Map, die, glaube ich, nur 15 Minuten als Vorgabe hat. Ja, Leute, das ist Shiro-like. Wie geht das? Aber egal, Leute. Ich hoffe, diese kleine Runde Flash hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über Bewertung freuen. Ich habe mich hier bei dieser Map für euch durchgequält. Vor allem Prinzessin. Ja. Respekt an dich, dass du so lange mitgemacht hast und durchgehalten hast. Ja. Ja, das sind auch wirklich die assigen Sprünge. Das ist schon fies. Ich hatte Glück, dass ich da so schnell vorbeigekommen bin. Man sieht sich einfach in der nächsten Folge, Leute. Bis dann. Tschüss. Los, sag tschüss. Also, tschüss. Also, tschüss.